Mein Nutella-Glas ist leer. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch ein Nutella-Hack-Video. Wer kennt es nicht, das Nutella-Glas ist leer und man denkt sich nur, no, ich habe kein Vorratsglas gekauft. Wie ihr das Beste aus dem letzten Rest eures Nutella-Glases rausholen könnt und noch weitere coole Nutella-Hacks gibt es heute in dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Nutella, Nutella, Nutella! Ja, was macht man denn nun, wenn das Nutella-Glas leer ist? Ich habe gehofft, dass das Nutella-Glas mit meinem Namen drauf ewig hält, aber leider konnte ich nicht widerstehen und mein anderes Nutella-Glas war leer und dann musste ich das aufessen. Folgendes, wenn euer Nutella-Glas leer ist, nee, nicht ganz normal auslöffeln, macht das Ganze doch einfach spannender, indem ihr eine Kugel Eis reingebt und das zusammen mit der Nutella auslöffelt. Dann habt ihr nämlich Nutella Vanilla Caramel Brownie Eis. Oh mein Gott, die kriegen Kinder. Einfach Perfektion, Leute. Eis mit Nutella. Zwei Königsdisziplinen in einer vereint. He has me heart and soul. Please tell. So, dann zeige ich euch, wie ihr aus nur drei Zutaten richtig leckere Nutella-Cookies backen könnt. Dafür braucht ihr einen Löffel Nutella, ein ganzes Ei und drei Esslöffel Mehl. So, dann mixen wir doch mal die Zutaten hier zusammen. Oh, lecker. Nom, 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 nom. So, mein Ei. Jetzt klebt mein Nutella am Löffel. Rühren, 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 rühren. Bis es so eine richtig schöne glatte Masse wird. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich nur halb im Bild bin, aber keiner hilft mir beim Drehen. Den Ofen hitzt ihr jetzt übrigens schon mal auf 180 Grad auf. Und schaut mal, so eine leckere Masse. Euch wird der jetzt am liebsten so ablecken. Dann legt ihr euer Backblech mit Backpapier aus. Und dann fangt ihr an, eure Cookies zu formen. Ich denke mal, für jeden Cookie so zwei Löffel. Wenn ihr so Gäste habt, einfach das verdoppeln die Menge und dann habt ihr die doppelte Menge an Cookies. Wer hätte das gedacht? Wuhu! Das Ganze kommt jetzt für 6 bis 8 Minuten in den Ofen. Bye bye! Bis gleich! So, mal schauen, was die Cookies einem sagen. Cookies reden nicht, du Idiot. Ooh, look at this beauty! Ich habe eine Tasse in der Hand. Es heißt, es ist Zeit für die beste heiße Schokolade eures Lebens. Dafür braucht ihr einfach nur Milch und ein Klecks Nutella. Das gebt ihr dann für eine Minute in die Mikrowelle. Und fertig ist die beste Schokolade, heiße Schokolade eures Lebens. Habe ich schon gesagt, dass es die beste heiße Schokolade eures Lebens sein wird? In eure Milch gebt ihr jetzt ungefähr einen Löffel Nutella rein. Und dann versucht ihr das so ein bisschen umzurühren. Ich habe ein bisschen zu viel Milch reingetan. Das hast du nur getan, um einen Schluck Milch zu naschen. Schon besser. Ab in die Mikrowelle. Ich mache jetzt in eine Minute Nutella-Song. Eine Minute kann ganz schön lang sein. Also wenn das mal keine tolle heiße Schokolade ist. Boah, und da drauf jetzt noch Sahne, Leute. Dann ist es Perfection. Mögt ihr Sushi? Dann habe ich für euch jetzt Nutella-Sushi. Dafür braucht ihr einen Wrap, eine Banane und die Geheimzutat Nutella. Beschmiert euren Wrap großzügig mit Nutella. Richtig schön fett Nutella. Ey, wenn das Glas danach leer ist, Leute, ich heul. Stört es euch eigentlich, wenn ihr mich nicht seht? Obwohl, ihr wollt eh nur die Nutella sehen. Ich kenne euch doch. Ihr seid nur gekommen wegen der Nutella. Kennt ihr das, wenn ihr das Nutella-Glas aufmacht und einfach dieser Duft einem entgegenkommt? Dann legt ihr die Banane hier rauf und dann fangt ihr an zu rollen. So. Mit einem scharfen Messer schneidet ihr jetzt die Stückchen. Das Ende hier schneide ich mal weg, weil ich muss erstmal probieren, Leute. Ja, ja, ist klar. Probieren. Mhm. Schnippel die Schnapp, schnippel die Schnapp. Keine Lust auf ein heißes Getränk? Dann zeige ich euch ein kaltes Getränk, nämlich einen leckeren Nutello. Nee, nicht Nutello. Nutella Frappuccino. Ihr braucht einen so einen Cup Milch. Zwei Esslöffel Kakaopulver. Eins, zwei. Weiterhin braucht ihr zwei Löffel Nutella. Ich würde ja jetzt den Löffel sauber lecken, aber Leute, ich bin so satt von dem ganzen Nutella. Dann braucht ihr einmal so Vanilleextrakt. Und was ist ein Frappuccino ohne Eis? Genau, kein Frappuccino. Gebt einfach ein paar Eiswürfel rein. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß, wie sehr ich Crushed Eis in letzter Zeit liebe. Sonst, Und jetzt heißt es, ab in den Mixer. Das ist so ein befriedigendes Geräusch. Durch dieses Vanillearoma riecht das so gut, Leute. Das schmeckt so gut, Leute. Mehr davon.
Nächster Hack. Wisst ihr nämlich, welche Kinder auch richtig gut aussehen würden? Die Kinder von Nutella und Oreo. Dafür trennt ihr einfach eure Oreos auf. Idiot. Das ist verbrochen. Am besten ihr schneidet die auf, dann passiert nichts. Beautiful. Ich mach 4, Leute. 4 Stück ist okay. Dann nehmt ihr euer Nutella-Glas, wie ich es liebe, Süßigkeiten zu paaren. Mögt ihr Oreos auch so sehr? So, dann packt ihr das einfach wieder hier zusammen zurück. Und ihr könnt auch natürlich so Doppel-Oreos machen. Und das sieht dann so hier aus. Auch gut. Yummy. Na, habt ihr jetzt auch Lust bekommen auf Nutella? Ich dachte mir einfach mal, ich habe euch so viele gesunde Rezepte in letzter Zeit gezeigt. Obwohl ihr alle wisst, dass ich ein Nutella-Suchti bin, habe ich euch viel zu wenig von Nutella gezeigt. Deswegen dachte ich mir heute mal, zeigst du denen einfach mal was mit Nutella? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, was ihr am liebsten nachmachen würdet, beziehungsweise was ihr schon mal nachgemacht habt. Hier oben kommt ihr zu meinem Tassenkuchen-Rezepte-Video. Da zeige ich euch, wie ihr Nutella-Kuchen in einer Minute in einem kleinen Förmchen machen könnt, beziehungsweise in einer Tasse. Und darunter gibt es für die Abwechslung mal etwas Gesundes, nämlich mein letztes Video, Chiasamen-Rezepte-Video. Ganz leckere Rezepte mit gesunden Chiasamen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Ich schwitze. Mir ist so warm. Ich muss jetzt erstmal meinem leeren Nutella-Glas hinterher trauern. Bye.